Hallo und herzlich willkommen zu Max Macht, euer Kanal für Camping, Heimwerken und Outdoor. Meine Scheinwerfer im Auto sind ein wenig blind geworden mit den Jahren und heute teste ich einfach mal ein Produkt, das die Scheinwerfer wieder strahlend, glänzend neu machen soll. Ob das funktioniert und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt im Video. Eins vorneweg, diese Anwendung ist im deutschen Straßenverkehr nicht zugelassen, weil sobald ihr eure Scheinwerfer poliert, entfällt die allgemeine Betriebserlaubnis von den Scheinwerfern, weil ihr Material vom Glas abtragt und es somit nicht mehr den Herstellerangaben entspricht. Daher für euch als Hintergrundwissen, ich werde jetzt meine Polierung euch zu zeigen und dann habe ich noch einen neuen Satz Scheinwerfer, den werde ich mir dann einbauen. Jetzt aber mal so viel, um auszuprobieren, wie es funktioniert. Braucht auch gar nicht viel. Ich habe zwar eine Poliermaschine, die ich nachher benutzen werde, aber es geht auch alles wunderbar per Hand. Diese Headlight Polish, wie sich es nennt, von Sonax, ist dafür da, um kleinere Kratzer und sowas rauszumachen. Wie ihr seht, habe ich hier richtig große matte Stellen und Beschädigungen. Deswegen werde ich meinen Scheinwerfer mit Nassschleifpapier vorbehandeln. Und da habe ich mir jetzt einfach so drei verschiedene Körnungen ausgesucht. Ich werde mit einer ganz groben anfangen für die ganz schlechten Stellen. Das ist eine 600er, dann gehe ich auf eine 1000er über und gehe dann mit einer 2000er nochmal drüber. Und dann benutze ich erst diese Politur. Wichtig hierbei, immer schön nass machen das Papier, deswegen auch Nassschleifpapier. Und dann am besten mit der ganzen Handfläche auftragen. Niemals so mit den Fingern aufdrücken, oder an manchen Stellen geht es nicht anders. Probiert aber soweit es geht, mit einer großen Auflagefläche das Schleifpapier anzudrücken, macht ihr euch einfach keine Rillen oder Schatten oder weniger Schatten in den Scheinwerfer rein. Also, da gehen wir jetzt einfach mal über den Scheinwerfer drüber. Und ihr seht schon, das wird richtig nötig. Ein bisschen sieht jetzt erstmal schlimm aus. Ich hoffe, das wird dann wieder besser. Ganz wichtig natürlich, Entschuldigung, das Abkleben vom Scheinwerfer nicht vergessen, ne, an der Seite, weil die wollen ja den Lack nicht beschädigen. Mit dieser Politur darf man auf keinen Fall auf den Autolack drauf kommen. Dann kann ich mir das mal abwischen. Also erstes Zwischenergebnis, sieht natürlich richtig scheiße aus. Jetzt nehmen wir mal das 1000er Schleifpapier. Die gleiche Prozedur machen wir jetzt nochmal mit dem 2000er Nassschleifpapier. Jetzt sieht man schon deutlich, dass der Schaden, den wir mit dem groben Schleifpapier angestellt haben, jetzt schon wirklich minimiert wird. Wir machen das trocken. Und jetzt können wir auch schon polieren und hoffen, wir kriegen jetzt den Scheinwerfer schön hell. Ich benutze hierfür meine Poliermaschine. Ich habe leider keine kleinere zur Hand, aber ich will es halt auch, du kannst es auch mit der Hand und dem Pad machen. Aber ich habe gedacht, ich habe eine Maschine, da mache ich das auch damit. Ist halt recht groß dafür, eine kleinere wäre mir lieber. Aber ich kaufe mir jetzt nicht extra, um das auszuprobieren, eine andere Poliermaschine. Ich habe hier ein hartes Pad genommen, relativ. Schaue ich mal, wie ich damit zurechtkomme. Ansonsten wechsle ich vielleicht nochmal auf ein weicheres Pad. Aber ich denke, das taugt ganz gut. So, wie ihr seht, hier am Rand wird es halt schwierig mit der großen. Ja, da kann es sein, dass ich damit die Feinheit mit dem Tuch dann auspolieren muss. Werden wir sehen.
Ich mache mit erstmal mit mittlerer Geschwindigkeit und schaue einfach, wie es wird. Nehmen wir den Rest mit dem Mikrofasertuch raus und schauen uns mal das Ergebnis an. Also ich denke, das Ergebnis spricht für sich. Ich habe hier noch kleine Mikrokratzer drin, vor allen Dingen hier, wo ich gucke, wo die Haube, da schließt die Haube drüber ab. Aber kein Vergleich zu vorher, das ist ja bombastisch. Also richtig geil, das können wir jetzt auch noch mit der Hand ein bisschen rauspolieren. Also das hätte ich ja nicht gedacht. Richtig, richtig geil. Können ja nochmal den direkten Vergleich jetzt machen. Nehme ich mal mit. Eine Seite. Und das ist die andere Seite. Also ich denke, das Ergebnis spricht absolut für sich. Ich bin total begeistert. Mal schauen, wie lange es hält. Es gibt auch noch Scheinwerfer Versiegelung, die habe ich jetzt nicht. Ich habe jetzt, wie gesagt, nur diese Headlight Polish von Sonax. Kann ich wärmstens empfehlen, gerade für Mikrokratzer und sonstiges. Super geil. Und wenn man gröbere Fehler drin hat oder der Scheinwerfer noch viel matter ist, dann einfach mit Nassschleifpapier vorbehandeln. Und dann kann man wirklich viel rausholen. Also absolute Kaufempfehlung. Super Produkt. Und mit ganz wenig Arbeitsschritten doch eine wahnsinnige Wirkung. Ja, wenn euch mein Video gefallen hat, wie immer, dann lasst mir ein Like da, schreibt mir es in die Kommentare und vergesst auf keinen Fall, meinen Kanal zu abonnieren. Euer Max.